Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich hoffe im Menschenreich. Ach, bei diesen Mänteln weiß man nie, wo man rauskommt. Hallo. Ich komme nämlich aus dem Märchenreich und habe euch etwas Besonderes von dort mitgebracht. Aber seht selber. Märchenfilmjournal. Ein märchenhaftes Hallo zur ersten Ausgabe von Märchenfilmjournal. Ab heute werden wir euch regelmäßig neue Infos aus dem Märchenland bringen. Das heißt, ihr bekommt neue Infos aus dem Bereich Märchenfilm, exklusive aktuelle DVD-Tipps, Büchertipps sowie TV-Tipps und interessante Interviews. Und los geht es mit den DVD-Tipps. Viel Spaß! Superhahn stellt DVDs vor. Hallo und herzlich willkommen zu der DVD-Vorstellung. Und dieses Mal ist Rotkäppchen dran. Der Film ist im Auftrag vom ZDF 2005 erschienen und 2010 dann endlich im Herbst auf DVD auch erschienen. Er ist ab 6 Jahre und geht 77 Minuten lang. In Rotkäppchen geht es um Leonie, die in der Gegenwart lebt und ins Märchenreich kommt. Im Märchenreich lernt Leonie auch einen Freund kennen, nämlich Konrad. Sein Vater ist sehr, sehr streng. Ja, und Leonie, das Witzige ist, dass sie als Rotkäppchen die gleiche Mutter hat wie in der Realität. Nur, das ist wirklich die Märchenmutter von Rotkäppchen. Und man merkt auch, Leonie weiß nicht mal, wo das Haus der Großmutter ist. Das heißt, sie muss sich erstmal im Märchenreich zurechtfinden. Und ja, es ist alles sehr merkwürdig, weil obwohl Leonie das Märchen Rotkäppchen kennt, ist sie dann selber als Rotkäppchen so naiv und fällt auf den Wolf rein und wird sogar gefressen. Also alles etwas unrealistisch. Kolossal der Jäger. Also das ist wirklich eine Witzfigur und es macht sehr viel Spaß, ihm zuzuschauen. Trotzdem, wie gesagt, durch diese ganzen modernen Einflüsse geht etwas Märchenzauber leider verloren. Das Positive ist, dass der Wolf von einem wirklichen Wolfhund gespielt wird, also kein Mensch in Wolfsverkleidung. Insgesamt überzeugt der Film durch seine Bilder und seine Protagonisten. Die Storyline ist jedoch katastrophal, auch durch die modernen Einflüsse. Das war unser DVD-Tipp für euch. Seit 2005 werden wieder tolle neue Märchenfilme produziert. Das ZDF setzte das Grimmsche Märchen Rotkäppchen neu in Szene. Es folgten weitere Märchenfilme wie Hänsel und Gretel, Rumpelstilzchen, Dornröschen, Der Teufel mit den drei goldenen Haaren und Aschenputtel zuletzt. Auch die ARD hat eine ganz neue Märchenfilmreihe unter dem Namen Sechs auf einen Streich. Und der Erfolg spricht für sich. Wir haben nun für euch exklusiv die neuesten Neuigkeiten zusammengefasst. Aktuelles und Neues. Sterntaler. Bereits am 24. Januar 2011 wurden die Dreharbeiten zur ersten Verfilmung des Grimmschen Märchens Die Sterntaler mit Juliane Köhler, Rufus Beck, Mayra Durand und Thomas Leubel unter der Regie von Maria von Heland verfilmt. In einer Gastrolle ist auch Axel Prahl zu sehen. Ausgestrahlt wird die Sterntaler im Weihnachtsprogramm 2011 im Ersten. Die Sterntaler wurden auf der Reichsburg Kuhelm in Rheinland-Pfalz sowie an Schauplätzen in Baden-Württemberg, Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck gedreht.
Im Auftrag des SBR produzierte die Bavaria Filmverleih und Produktions GmbH die Verfilmung für das Erste. Die zertanzten Schuhe. Am 3. Mai 2011 starteten die Dreharbeiten für die Neuverfilmung des Märchenklassikers Die zertanzten Schuhe. Bis zum 27. Mai ließ der MDR in Sachsen-Anhalt unter anderem auf Burg Querfurt das Märchen der Brüder Grimm neu in Szene setzen. Vor der Kamera standen unter anderem Ines Björk-David, Carlo Lübeck, Dieter Hellerforten und Andreas Schmidt. Die zertanzten Schuhe ist die 20. Produktion für die ARD-Reihe 6 auf einen Streich. Die Ausstrahlung ist für das Weihnachtsprogramm 2011 im Ersten vorgesehen. Nach Brüderchen und Schwesterchen 2008 und Die kluge Bauerntochter 2009 steuert der MDR die dritte Produktion für die ARD-Märchenreihe bei. Die Neuverfilmung von Die zertanzten Schuhe produzierte die Studio TV Film GmbH. Das Drehbuch schrieb Gabriele Kreis, Regie führte Wolfgang Eisler. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Ausstellung 2011. Schloss Moritzburg bei Dresden ist als barockes Jagd- und Lustschloss der sächsischen Kurfürsten und Könige berühmt. Seit 1974 aber auch als Filmkulisse für das tschechisch-deutsche Kultmärchen Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Dass dieser Film zu einem der beliebtesten Märchenfilme avancieren würde, dachte damals niemand. Inzwischen ist der Film selbst Teil der Schlossgeschichte und darf zur Weihnachtszeit in keinem Wohnzimmer fehlen. Die gleichnamige Sonderausstellung im Winter 2009-2010 zog bereits mehr als 150.000 Besucher in ihren Bann. Nun folgt die Fortsetzung. Ab 5. November 2011 können Besucher dann immer im Winter in die Geschichte eines der schönsten Märchenfilme aller Zeiten eintauchen. Mit einer wesentlich größeren Fläche wird die neue Ausstellung der Filmgeschichte und den Stars des Films mehr Platz einräumen. Auch einige der barocken Festsäle des Schlosses und natürlich die originalen Filmstätten werden in das neue Konzept mit einbezogen. Ebenso wird das Angebot für Familien mit Kindern ausgebaut. In unserem neuen Märchenfilmjournal werden wir auch Menschen zu Wort kommen lassen, die gerne Märchenfilme schauen und mögen. Hier ist unsere Umfrage. Herzlich willkommen zu unserer ersten Umfrage beim Märchenfilmjournal. Unser erster Gast in dieser Sendung ist der Willi. Hallo. Hallo. Du schaust ja sehr gerne Märchenfilme, hab ich gehört. Was ist denn so dein Lieblingsmärchenfilm? Fisch entdeckt dich. Und warum gerade dieser? Das ist die Neubauer. Die gefällt dir wohl sehr? Ja. Gut. Das war unsere erste Umfrage. Ich danke dem Willi, dass er da war. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hier für euch nun das Zuschauerfoto. Das war es auch schon wieder mit unserer ersten Ausgabe
vom Märchenfilmjournal. Ihr dürft uns gern eure Meinung schreiben. Schreibt dies doch bitte ins Gästebuch, ins Forum oder per E-Mail an die eingeblendete Adresse. Ich sag für heute Tschüss, euer Rick. So, das war's für heute. Ich verschwinde wieder ins Märchenreich. Bis zum nächsten Mal.